So, jetzt weiß ich nicht, ob man das alles gut mitkriegt und sieht. Ich kriege ja das Medikament nicht in Cappys Maul. Der hat ja so Angst vor Spritzen. Und jetzt habe ich mir die Erlaubnis geholt, es übers Futter zu geben. Und selbst ans Futter geht er nicht. Aber scheinbar vertraut er mir. Aus der Hand nimmt das. Und im Moment ist es mir egal. Hauptsache, es ist drin in ihm. Und dann werden wir Spritzentraining machen. Der muss so versaut sein, verängstigt. Schlechte Erfahrung, der flippt hier aus und zieht alle durch die Box. Der bumst hier die Türe auf und schießt dann raus. Also, ich habe mir überlegt, ich tue Banane, Mesh, Apfelmus rein und werde ihn dann damit versuchen zu desensibilisieren. Ich glaube, sobald er mal Medizin hat, ja, sag hallo, wird ihn das nicht mehr interessieren. Aber, dass er mal nicht mehr ganz so stürmisch und ängstlich darauf reagiert. Wir werden euch die Tage mal zeigen, wie wir im Moment üben. Eine Hand Banane, eine Hand die Spritze. Er rennt, wenn er die Spritzenhand sieht. Beides in einer Hand. Er lässt die Banane in Ruhe. Er ist ängstlich, zögerlich. Mittlerweile kommt er mit gespreizten Lippen, gestrecktem Hals, um an diese Spritze zu kommen, an die Banane zu kommen und der Spritze zu entweichen. Und ja, ich weiß, du brauchst volle Aufmerksamkeit immer, ne? Aber wir haben ihn jetzt so weit, dass er dann auch manchmal die Spritze und Banane zusammen akzeptiert. Also insofern, es ist ein großes Projekt mit meinem Cappy und oft sehr, sehr, sehr anstrengend für mich. Aber ich habe ihm ja Leben versprochen und das soll er auch kriegen. Und ich gebe nicht auf. Hier sieht man jetzt mal, wie sich die Wunden bisher entwickelt haben. Ich weiß, dass du das nicht magst, wenn wir hier schwätzen. Und du schießt jetzt nicht wieder vorne raus. Nein, nein, nein. Dann machen wir zu. So ist das. Jetzt ist wieder alles gut, hä? Ja, also wir müssen noch ganz, ganz viel arbeiten. Aber wir halten euch auf dem Laufenden. Dank und Gruß. Tschüss.